Hallo Internet, hier ist wieder Beckensack für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Super Mario Maker. Im letzten Teil habe ich ein User-Level gespielt und zwar vom guten Don Rosinante, was mich ziemlich verwirrt hat. Und es war ein schönes Level und deswegen machen wir jetzt mit einem weiteren User-Level weiter. Und zwar mit Find the One-Up. Und das ist vom YouTube-User ToastKingAnt. Und ich bin sehr gespannt, was er mir hier für ein Level in den Kopf schmeißt. Okay. Oh, was geht da oben ab? Okay, ich soll das eine Leben finden anscheinend. Oh, ich bin so dumm. Es tut mir leid, dass ihr das mit ansehen musstet. Ja, das sind nervöse Finger, aber ich freue mich halt, wenn ich User-Content spiele. So. Dich kicke ich jetzt weg. Und ich kicke hier auch weg. Ich schon mal ein. Woo! Okay. Ja, das war irgendwie klar. Nothing to do here. Okay. Wow, was ist denn hier los? Ich glaube fast, das reicht gar nicht aus, um da oben in die Tür reinzukommen. Ah! Shit! Ah, ich muss mir, glaube ich, erstmal den großen Pilz besorgen. Woo! Habe ich schon mal. Ja, ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal erwähnt habe, dass ich diese Notenblöcke hasse. Ich hasse sie wie die Pest. Weil sie nie das machen, was sie machen sollen. So, jetzt noch ein Pilz. Und habe ihn direkt wieder verloren, weil ich komplett dumm bin. Aber da ist ja auch wieder ein neuer Pilz. Und ich sterbe trotzdem, weil ich wie erwähnt dumm bin. Ah, Gott. So, jetzt aber. So, fick dich. Fick dich. Wuhu! So, jetzt gehen wir da hoch. Holen uns hier den Pilz. Gehen wieder. Oh, verkacken wieder, weil wir dumm sind. Beziehungsweise nicht ihr, aber ich. Tut mir leid. Möchte euch da mit meiner Dummheit nicht mit reinziehen. Na gut. So, jetzt aber hier. Och nö. Okay, jetzt habe ich die Feuerblume. Mit dieser Feuerblume kann ich sicherlich jetzt die Pflanzen da oben zerstören. Ah, I see what you did there. Okay, wait, what? Holy shit. What's going on? Ach, das war in der Tür. War das eigentlich da? Das war gar nicht hier in der Röhre. Macht mir schon so ein bisschen Angst, dass das hier so ein bisschen rumglitscht. Erinnert mich ein bisschen so an The Ring. Da gehe ich mal direkt wieder zurück. Ne? So. Also, rein in die Tür. So, jetzt verüben wir mal einen kleinen Pflanzen-Genozid. Sehr schön. Wow. Da ist der große Papa. Wo kommt denn das
ist der Kamek-Zauber her? Ach, da sitzt ein Kamek obendrauf auf dem riesigen... Ah, das ist ja auch scheiße. Wer pisst... Ja! Nein! Ich werde mich opfern, beziehungsweise mein... So, jetzt ist der Kamek weg, oder was? Ja, das ist doch jetzt... Scheiße. So. Okay, jetzt halte ich hier nicht mehr runter. Das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, als in diese Tür reinzugehen. Yeah! Wo bin ich jetzt? Ja, was fange ich jetzt damit an? Ah, damit kann ich jetzt wahrscheinlich, oder soll ich jetzt wahrscheinlich hier lang fliegen? What the fuck? Ja, und sonst so. Fuck. Ich hab... What? Okay, das war ein bisschen extrem. Aber wir wissen ja jetzt, was wir tun müssen. Und in welcher Reihenfolge wir es tun müssen, vor allem. Also, Pilz. Kann ich eigentlich auch noch rein? Nein, kann ich nicht. Schade. Oh. Okay. Dann gehen wir jetzt in die Tür. Ah, Terminator! So, lasst mich bitte in Ruhe. Ich möchte gar nicht gegen euch kämpfen. Ihr seid nämlich voll doof. Weg! Nein! Ah. Oh, Gott sei Dank kriege ich jetzt hier meine Feder. Aber jetzt darf ich den Flug nicht verkacken. Holy shit! Wow. Holy fuck! Was geht denn hier nur ab? Geht, lasst mich in Ruhe, ihr Missgeburten! Ah! Oh, Bowser. Nein, ah. Ich brauch doch hier jetzt die Feuerblume. Geht, lasst mich doch mal in Ruhe, ihr scheiß Bob-Oms. Aber eins muss man dir lassen. Du hast zumindest dafür gesorgt, dass ich immer hier Nachschub kriege an Items. Lass mich doch in Ruhe. Oh, Gott sei Dank, ey. Hilfe. Wuhu, Party. Und Schwings. Yay. Okay, leider habe ich den Absprung nicht ganz geschafft. Ja, nette Idee mit den Sprungfedern, muss ich sagen. Ja, ein sehr schönes Level. Auf jeden Fall hat mich das, der Endteil so ein bisschen daran erinnert, an den Film Panic Room. Kennt den jemand? Der Name ist dann nämlich Programm. So, ich glaube, wir haben noch Zeit, denn so lange hat das Level jetzt nicht gedauert. Und ich denke, dann spielen wir jetzt nochmal ein Level vom... Pirate Board User Kradum, Shadum, ich weiß nicht genau, wie man dein Nickname ausspricht, ehrlich gesagt. Und bitte verzeih mir deswegen, wenn ich das jetzt gerade falsch gesagt habe, ich bin mir echt nicht sicher. Aber du hast mir ein Level geschickt, Spooky or Just Difficult. Und dem werde ich mich jetzt annehmen. Ich hoffe, es ist wirklich ein bisschen difficult.
Denn dann kann ich ja immer so schön ragen. Das erinnert mich so schön an das Level aus dem letzten Teil. Ja, nö, das ist ja jetzt doof. okay. Wie soll ich denn da rüberkommen, hör mal? Ah, I see. Fick dich. So, danke. Oh, ein Buu. Ich habe irgendwo Yoshi gehört. Ja, zum Beispiel hier ist ein Yoshi. Das kann ich, ich bin doch Yoshi. Kann ich mit Yoshi eigentlich auf die Wolke mit drauf? Ja. Oh Gott! Okay, da habe ich mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Los, Lakitu, komm her hier. Hallo. Assi, wo bist du? Typ, der mich töten will. Typ, dessen Wolke ich brauche. Da ist er. Wusste ich doch, wenn ich nett zu ihm bin, dann kommt er... Oh nein. Ich sollte nicht so viel Scheiße labern, denn dann würde ich nämlich auch nicht sterben. Das geschieht mir recht. Infantiles Stück Scheiße. Hör auf, deine roten Stachel, was auch immer, zu werfen. Yoshi, wir fliegen bis ans Ende der Welt. Oh, das ist nochmal ein neuer Yoshi. Okay, das war ziemlich dumm. Ja, jetzt habe ich direkt schon verkackt, denn ich krieg da jetzt nicht mehr den Yoshi, deswegen springe ich jetzt einfach mal hier runter. Ah! Leck mich doch am Arsch. Dieses scheiß orangene Pissding da, ey. Oh, komm her jetzt. Diese Sachen zum Springen. Egal, ob das Noten sind, egal, ob das diese Sprungfedern sind. Das ist alles komplett für den Arsch. Bleib doch mal hier, du hässliches... Du Fehlgeburt, so. So, jetzt aber schnell hier. Juhu! Okay, was ist denn jetzt los? Oh, ich hätte gar nicht da hochgemusst. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Er liegt hier eine Finte nach der anderen. Das ist sein Ding, ne? Wie dumm bin ich denn eigentlich? Fuck you, so. Jetzt geht's aber los hier, also. Ich muss da lang, ich muss... Ey, halt, das ist... What? Sag mal, wie schnell soll ich denn bitte sein? Willst du mich verarschen? Okay, diesmal keine Items, kein gar nichts einsammeln. Einfach direkt durch. Weil ansonsten schaffe ich das von der Zeit her nicht. Ich muss nach oben, ich muss nach unten. Ich muss nach oben. Ich muss nach unten. Alter! Nein, einfach nein! Wie schnell soll ich denn sein? Das heißt, ich muss ja wirklich einfach nur... So,
so nah wie möglich diesen Lakitu hier links töten, damit ich direkt auf die Wolke komme. Dann muss das abgehen wie die Luzi, aber selbst dann glaube ich irgendwie nicht, dass das großartig zu schaffen ist von der Zeit. Wie willst du denn so schnell sein? Ich kann ja auch nicht abspringen oder so. Ja, sehr gut natürlich. Ah! Du grinsendes Stück Scheiße, du kommst aus der Hölle! Oh, nein! Ja, jetzt kommen dann wieder diese Sounds, die ewig gehen. So, hier ist wahrscheinlich irgendwo aber noch ein versteckter Block oder irgendwas, was ich nicht sehe. Das war ja schon mal beim User-Level, wo ich auch verzweifelt bin. Spring! Wow! Ja, leck mich doch! Alter! Habe ich's doch gewusst. Aber wie soll ich denn... Naja, irgendwo muss ja ein Schlitz sein, wo ich durchpasse, weil sonst geht's ja nicht. Schneller! Schneller! Ach nö! Woo! Oh. Alter! Oh, der Buu da oben! Wenn ich es schaffe, an den Yoshi da oben ranzukommen, dann brauche ich die Sprungfeder nicht. Zwingend. Und, dann habe ich nämlich auch noch, und das macht die ganze Sache so interessant, ein extra Tritt. Ja. Oh, Kollege, wo bist du? Denn Yoshi gibt mir die Möglichkeit, nochmal extra abzuspringen. Oh yeah. Nein, ich verschenke hier Zeit. Ja, das kann ich voll knicken. Was? Selbst da oben? Ja! Ja! Jetzt bloß keinen Fehler machen hier. Ach, leck mich doch, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Wie soll ich denn dann da jetzt bitte langkommen, wenn du da oben überall diese Blöcke hinpackst? Oh, Gott sei Dank. What? Nein! 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 Oh, Gott sei Dank. Oh, meine... Nein! Das war knapp, das war sowas von knapp. Nein! Nein!
Alter, weißt du was? Ganz ehrlich. Ganz im Ernst jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Ich guck mir jetzt an, was du da, wo du die Blöcke hingepackt hast. Ich check das nicht, Mann. Ja, natürlich. Alter, wie willst du denn da... Wie willst du denn da hochkommen? Wie? What the fuck? Wenn angenommen, ich komme von hier. Dann fliege ich, spring hier gegen, spring hier vielleicht noch gegen und bin dann hier. So, die Blöcke sind dann nicht da. Im besten Fall springe ich hier gegen, spring hier gegen. Und wenn ich dann hier Anlauf nehme und hier springen will, dann springe ich ja alleine schon so, dass ich hier irgendwo gegenkomme und dann wieder runterfalle. Und schneller springen, dass ich hier hinkomme, geht auch nicht. Selbst wenn ich noch mehr Zeit hätte mit der Wolke, dass ich hier so fliegen könnte und dann vielleicht hier so springen könnte, würde ich auch hier gegen fliegen. Und vorhin habe ich es irgendwie geschafft. Ich weiß nicht genau wie, aber ich habe es irgendwie geschafft, hier hinzukommen. Aber selbst wenn ich hier bin, dann springe ich hier gegen, hier gegen, hier gegen. Wenn ich Glück habe, komme ich dann noch hier hin. Ich kann hier gegen springen, aber dann, selbst dann ist da Schicht in Schacht, weil ich dann die Sachen nicht habe. Alter, nein, ganz ehrlich. Ach, wie geht's ja eigentlich noch weiter? Okay, hier sind noch ein paar Kreissägen. Und dann hier eine Röhre. Alter, nein. Ganz ehrlich. Ich gebe auf. Das ist... Ich weiß nicht, wie ich hier... Es ist für mich auch nicht logisch nachvollziehbar, diese Scheiße. Alter. Also... Aber du musst es ja irgendwie geschafft haben, weil ansonsten wäre das Level ja nicht oben. Oder gibt's hier sonst noch irgendwas? Ja gut, hier ist dieser Yoshi, wo ich vorhin auch war, aber... Ansonsten ist hier auch nichts. Gut, mit dem Yoshi hätte man jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Sprungkraft nach oben. Aber man stößt dann ja trotzdem gegen eine Barriere. Das bringt einem ja nicht viel. Also ganz ehrlich, Junge, ich geb mich geschlagen. Das ist... So abartig, ich habe keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Ich würde mich freuen, wenn du mir zeigst, falls es dir irgendwie möglich ist, in dem Video, wie du das gemacht hast. Das übersteigt mein Mario-Verständnis, ganz ehrlich. Also Respekt für dieses Level und dass du es anscheinend irgendwie geschafft hast. Nicht schlecht, Herr Specht. Und da mich dieses Level jetzt so angekotzt hat, höre ich jetzt auch auf. Du hast es geschafft. Du hast mir jetzt echt die Freude am Mario-Spielen für heute genommen. Das hat bisher noch keiner geschafft. Respekt. Ich ziehe meine rote Mario-Kappe vor dir. Alter Schwede. Okay. Ein bitterer Tag für mich, dass ich dieses Level nicht geschafft habe. Ich bin in meiner Ehre sehr gekränkt. Aber hey. Ich kann ja nicht alles tun. Ich danke trotzdem fürs Zusehen. Und wenn ihr das Video schließt, dann schließt mich doch in eure Abendgebete ein oder haltet eine Schweigeminute ab für mein Versagen heute. Hauen Sie, bauen Sie.